Guten Morgen zu einem neuen Video. An dieser Stelle erstmal vorweg. Wir suchen für unseren Betrieb für den Sommer noch Auszubildende. Also wenn ihr jung, frisch, dynamisch und Bock auf ein wildes Team habt, schickt an diese E-Mail-Adresse einfach eure Bewerbung. Wir suchen noch Auszubildende oder Auszubildenden. Ich weiß das richtige Wort auch gerade nicht. Egal, auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf eine Ausbildung habt, wir können ausbilden Fachlageristen, großen Außenhandel, Einzelhandel, Bürokaufmann, Bürokauffrau. Also, wenn ihr Bock habt, schickt eine Bewerbung an diese E-Mail-Adresse und dann seid ihr vielleicht mit dabei. Nur zum eigentlichen Video. Wir fahren heute nach Herschbach. Und zwar, es geht jetzt so langsam mit dem Lambo in die richtige Richtung. Wir sind so langsam kurz davor, dass es mit dem Zusammenbau losgeht. Und natürlich, dadurch, dass das Ganze ein bisschen länger dauert, werden unsere Fähigkeiten und unser Know-how und auch unser Ziel immer, immer krasser. Und genau deswegen brauchte ich jetzt Hilfe in Bezug auf Schweißtechnik. Ich würde gerne an diesem Auto viel in Titan bauen, weil dieser ausgeprägte Leichtbausinn wird natürlich immer, immer krasser. Und da ist Titan einfach das geilste Material für. Da kommen wir allerdings mit unseren Schweißtechniken. An der Stelle nochmal vielen Dank an Eugen, der mir ständig beim Schweißen geholfen hat. Leider an unser Limit und brauchen neues Material. Und genau deswegen habe ich den Igor von dem HDB Schweißshop kontaktiert. Igor und ich kennen uns eigentlich schon länger, haben uns allerdings noch nie persönlich kennengelernt, weil ich habe ihm früher schon mal ausgeholfen mit Material aus unserem Sortiment für seinen Online-Shop. Sorry, nicht für seinen Online-Shop, sondern für seinen YouTube-Channel. Da können wir eigentlich jetzt gerade mal eine Infokarte einblenden mit dem Video von damals. Ich glaube, da hat er einen Ladeluftkühler geschweißt. Und ja, ich habe den Igor kontaktiert, ob er uns helfen könnte in Bezug auf Titanschweißen und so weiter. Er sagte gleich, ja, Titan nicht ganz so einfach, braucht ihr spezielles Material für. Und er hat uns direkt eingeladen, bei ihm vorbeizukommen. Und genau das machen wir heute. Wir fahren zu ihm und gucken uns mal so an, was er so vorbereitet hat. Ich denke, es wird auf jeden Fall ganz cool. So, wir sind angekommen. Das ist Igor. Hi, schön, dich persönlich mal kennenzulernen. Danke. Ich habe schon grob angekündigt, dass wir uns ja eigentlich schon ein bisschen länger kennen, aber uns noch nie persönlich kennengelernt haben. Richtig. Jetzt ist es auch soweit. So ist das. Es ist der Tag der Tage. Quasi, ja, ne? Nee, ich freue mich. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß jetzt schon, es wird witzig, weil du ja auch so ein witziges Kerlchen bist. Ja. Kennt man ja so aus dem einen oder anderen Video schon. Vielleicht zu witzig manchmal, aber naja, ich halte mich nicht zurück heute. Sehr gut. So, erstmal einmal kurz zu dir als Person. Wir sind hier in deinem... Nee, ich fange anders an. Wir sind eigentlich hier in deinem Schweißshop. Richtig. Wie lange machst du das schon? Was genau machst du da? Also das Ganze hat 2007 angefangen. Mein Vater hat die Firma gegründet. Mhm. Da gab es die erste Halle. Und ich bin halt dazugekommen und ich habe einfach nur ausgeführt. Ja, wir haben exportiert und irgendwann kam der Moment, hör mal, Schweißen ist eigentlich eine sehr tolle Sache. Ich hatte immer Angst davor, Respekt davor. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das muss ich in Deutschland etwas bekannter machen. Ja, also Schweißen ist ja meist, hört man, dann ist es relativ schmutzig, kompliziert, gefährlich. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn du einen Winkelschleifer hast und du hast eine vernünftige Schweißmaschine, kannst du alles bauen. Mhm. Ja? Und so habe ich mich nach und nach reingesteigert und so ist das von alleine diese Base gekommen aus dem Motorsport, ist extrem. Ja? Und das Wigschweißen insbesondere, und das will ich hier halt darstellen, präsentieren, zeigen, was ist möglich. Ich habe sehr viele junge Leute dabei, die von nichts auf einmal solche Abgasanlagen bauen. Mhm. Das ist unglaublich. Und die schon in kürzester Zeit besser schweißen als ich. Und ich möchte einfach diese Base machen, so wie du das ja auch irgendwo machst. Mhm. Ja? Das heißt, Schweißen ist mehr als eigentlich Schweißen, sondern eine Berufung. Es ist Lifestyle, es ist einfach Religion, es ist einfach mein Leben geworden. Natürlich, meine Familie kommt zuerst. Ja, ja. Ja. Aber Schweißen ist halt, ja, ich... Da kommt direkt die Frage, das heißt, schweißt du täglich oder ist das nur noch ein Handel? Oder ist das wirklich so, dass du leidenschaftlich immer Bock hast, geile Sachen zu bauen und so weiter? Es ist alles zusammen. Natürlich für mich in erster Linie, ich würde gerne was Verrücktes machen. Ja? Mhm. Zum Beispiel den Panther bauen oder was anderes oder eine Abgasanlage bauen. Was Besonderes machen, unterschiedliche Werkstoffe, Aluminium, Chrom, Nickel, Stahl.
Was wir jetzt hier machen, ist einfach das Besondere, ja, individuelle Sachen. Nicht jeder mag eine 0815 Maschine. Wir gehen auf die Wünsche von dir zum Beispiel. Ja, du wünschst dir einen bestimmten Brenner, oder ich entwickle das ja auch. Ja, ich sage, der Brenner kommt am besten an, damit kannst du am besten schweißen und sowas machen. Es ist einfach alles. Es ist Bock, Spaß. Verkaufen muss ich natürlich auch, aber das ist halt, ja, wie gesagt, es ist alles. Okay, also ich wusste auf jeden Fall schon mal nicht, dass du das 12 Jahre schon machst. Das ist ja schon ein bisschen Zeit, beziehungsweise ist die Firma 12 Jahre. Genau, ich sag mal aktiv 3-4 Jahre. Mhm. Ja. Dann jetzt gleich die erste Frage von mir, ich habe es gerade rausgehört. Heißt es Schweißgerät oder Schweißmaschine, richtig? Es ist eigentlich Schweißmaschine, Schweißgerät, kannst du beides, sagen? Ja, okay. Natürlich. Okay, kleine Frage zwischendurch, weil ich persönlich würde immer Schweißgerät sagen, du hast gerade Schweißmaschine gesagt. Man muss immer, es gibt so Schweißprofis, das ist ein ganz, ganz spezielle Klientel, das sind ganz spezielle Menschen. Also die professionellen Schweißer, die darfst du ja nicht mal fragen, die wissen es immer besser. Und die, egal was du sagst, die können das umdrehen und das anders nennen. Mhm. Ja. Deswegen, also da darf man sich nicht festnageln lassen. Ja. Okay, das heißt, ihr seid eigentlich entstanden, ich sag jetzt mal so als Online-Shop, aber in letzter Zeit tut sich da ja ein bisschen mehr. Ja, es ist sogar eigentlich andersrum. Wir waren Export, dann ging das in Richtung lokal. Ja, wir wollten unbedingt einen deutschen Hersteller haben, der ist auch hier in der Nähe, deswegen funktioniert das, die Firma EWM. Und dann ging das, dann kam die Krise, ich weiß nicht, ob du sowas mitbekommen hast, 2007, 2008. Nee. Da ging der Export richtig runter. Also es war eigentlich, hatten wir hier mit meinem Vater eine Situation gehabt, wo eigentlich die Rede war von wegen, wir müssen das Ding dicht machen und solche Geschichten. Ja, das war ein ganz schlimmer Punkt für mich und daraus ist dann das hier alles geboren. Mhm. Ich habe mir dann wirklich die Beine in die Hände genommen, oder wie sagt man, und dann quasi das hier aufgebaut und den deutschen Markt quasi damit belebt. Ja. Und ich versuche das auch ein bisschen, einfach diese Community schweißen, einfach ein bisschen präsenter zu machen. Ja. Auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal vorab sagen. Wenn ihr das Video jetzt seht, diesen Samstag, 8.6., passiert ja auf jeden Fall was. Oh, da werden wir aber noch nichts zu sagen, das machen wir am Ende des Videos, um mir nichts vorwegzunehmen. Ich sehe hier auf jeden Fall schon jede Menge Zeug, wo ich am liebsten gleich anfangen würde. Deine ehrliche Meinung. Ich finde es richtig cool. Also ich mag ja selber auch eher Designs, die eher einfach gehalten sind. So, weiße Wände. Ja. Betondecke finde ich richtig geil. Ja. So, nicht irgendwie viel verspielt und so weiter, sondern man kommt hier rein und hat so ein bisschen ateliermäßig die ganzen Produkte zu sehen. Ne? Genau, das macht ja auch keiner. Wer macht denn sowas mit Schweißgeräten eigentlich? Eigentlich gar nicht. Und das ist ja was Besonderes, deswegen will ich das auch so darstellen. Und das ist wirklich wie mein Leben hier. Das, jede Schraube, alles was hier ist, habe ich positioniert und so muss das hier halt sein. Ne? Erste Frage, nee, zweite Frage mittlerweile. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Auf jeden Fall. B, C, okay. Persönliche Einschätzung, ich will als Beispiel einen geilen Auspuff schweißen. Ja. Wie würdest du prozentual fürs Ergebnis einteilen, Vorarbeit, Können und Technik? Das heißt, du willst jetzt eine Abgasanlage... Also was macht eine perfekte Abgasanlage aus? Wie viel Prozent hängt davon vom Material ab, wie viel das eigentliche Schweißkönnen und die Vorarbeit so? Damals, als ich damit angefangen habe, war für mich Schweiß natürlich das Allerwichtigste. Ich habe gesagt, die Schweiß, das ist A und O. Ja? Aber jetzt nach und nach ruder ich schon zurück, weil eigentlich die Technik ist schon fast, ich sag mal, 60-70%. Mhm. Wie du die baust, wie funktioniert die, wie du das nachher zusammenfügst, musst du natürlich auch wissen, wie du das machst. Ich denke, der Anteil ist halt wesentlich geringfügiger als die... Okay, also du meinst die Vorarbeit quasi, wie ich den Auspuff baue und so weiter. Das ist die größte Arbeit, das in Position zu bringen, vorheften, das Schweißen ist daher eigentlich der kleine Teil. Ja. Okay, wahrscheinlich aber auch, weil jetzt Edelstahl wahrscheinlich auch erstmal verhältnismäßig der einfachste Werkstoff ist. Ja. Okay. Ja, würde ich nicht sagen, nein, Quatsch, Stahl wäre ja einfacher. Mhm. Stahl schweißen wäre einfacher, aber alle bauen das ja aus Kornickelstahl. Du kannst es einfach machen, du kannst es aber auch sehr komplex machen. Mhm. Ja. Es gibt zum Beispiel, du kannst einfach nur drüber schweißen, ohne Zusatz einfach verlaufen lassen. Die einfachste Geschichte kann jeder Anfänger. Aber was ist mit der Haltbarkeit? Das Ganze dehnt sich aus, da ist Wärme. Kornickelstahl ist auch so ein Werkstoff, da muss man vieles beachten. Mhm. Mit wie viel Temperatur, mit welchen Einstellungen machst du das Ganze? Dann gibt es halt das Thema noch mit dem Formieren, Durchschweißen. Also da könnte man jetzt stundenlang, könnte ich dich damit bombardieren. Ja. Und das wird nicht aufhören. Ja.
So, der eine oder andere von euch kennt Igor ja bestimmt aus deinen eigenen Videos. Ja. Du hast ja wirklich schon haufenweise Zeug. Ich habe auch schon einiges davon gesehen, weil ich bin halt schweißmäßig, mag schweißen, kein Problem. Habe damals ja auch bei meiner Limo vor 10 Jahren Seitenteile selber reingesetzt und so weiter. Ja. Wigschweißen habe ich bisher immer nur eher den Helm gehalten und habe ein bisschen gehalten und zugeguckt. So. Aber ein paar Videos habe ich schon gesehen und ich würde jetzt als allererstes gerne den Raum sehen, wo du die Videos drehst. Genau. Die Heiligen Hallen. Komm mit. So, willkommen. Ja, das hat ja fast was von so Fotoraum, Videoraum, ne? Ja, die Zuschauer, die wollen ja nicht einfach das erklärt haben, die wollen ja auch ganz genau sehen, was passiert da. Mhm. Die brauchen Qualität und das liefern wir auch, wenn das viel Arbeit und Geld kostet. Aber das muss sein. Das heißt, Werkstatt heißt, wenn du jetzt für dich privat was baust oder für die Firma baust, wie auch immer, schließe ich mich hier ein und verbiete allen, hier reinzukommen. Aber das machst du auch hier? Natürlich, ja. Okay, das heißt, hier ist wirklich der Workroom, wo du richtig Gas gibst. Also gestern war hier, der Boden war schwarz. Ja, der Boden war schwarz, da war Schlacke überall. Das ist halt so. Der Bastian, der sagt mir, was ist mit der Wand? Wir müssen auf unsere Wand aufpassen. Ja. Aber es ist mit dem Moment klar. Jeder, der mit Metall arbeitet, weiß, wenn du das halt einfach sägst, schneidest, fräst, wie auch immer, es entsteht halt leider richtig, immer durch. Richtig, ne? Ja. Wird man auch nicht umgehen. So, jetzt dritte Frage. Ja. Schätz mal, wie viele Stunden du in deinem Leben schon geschweißt hast. Da müssen wir, glaube ich, so pro Woche gehen, ja. Ich meine, ich würde am liebsten noch mehr machen. Also pro Tag, alleine wenn ich so ein Panther-Projekt habe, pro Tag mindestens 2 Stunden. Mhm. Ja? Und das auch wirklich immer Non-stop. So. Ich muss manchmal meine Familie fragen, darf ich bitte in die... Ja. Manchmal kannst du nicht ruhig schlafen. Du hast ein Projekt, das kennst du wahrscheinlich auch. Du hast ein Projekt, du willst es umsetzen. Ey, du kannst nicht schlafen, du willst in die Werkstatt, du willst es machen. Und so ist das hier auch, ja. Okay, das heißt, du würdest schon so sagen, 10 Stunden im Schnitt die Woche? Ja, Minimum. Bist du schon am Schweißen? Okay, das ist krass, weil so erkläre ich den Leuten auch immer den Umfang von meiner Limo. Ich würde auch sagen, ich bin seit 10 Jahren an diesem Auto ungefähr 10 Stunden die Woche am Schrauben. Wahnsinn, ne? So, auch wenn das Auto läuft, mache ich irgendwas anderes. Sei es mir, ich überlege mir, man könnte ja mal was auf Titan bauen, wie auch immer so. Und ja, da kommt man halt auch schnell auf 10 Stunden und das ist halt schon krass, ne? Ja, du würdest ja, glaube ich, noch mehr machen. Ja, ja. Aber irgendwo muss man da... Ja, man muss auch immer so das gesunde Mittel finden. Das habe ich schon von vielen Schweißern gehört, dass die auch zwischendrin mal eine Pause brauchen. Ja. Und du könntest jetzt nicht 8 Stunden am Stück da eine Naht nach der nächsten legen. Richtig, richtig. Da ist ja irgendwann dann auch... Ich möchte auch sagen, es gibt immer 2 Arten von Schweißer. Ich kenne halt Schweißer, für die ist das ein Beruf. Ja, die gehen dahin, die rotzen ihren Arbeitstag ab, ja, geschweißt, auch wenn die gut schweißen. Und dann wollen die davon nichts mehr wissen. Mhm. Mich interessiert eigentlich die andere Base, das mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft, ne? Weil dann kommt auch was völlig anderes bei rum. Wenn du sagst Leidenschaft, wie ist das bei dir? Angenommen, du würdest jetzt so einen Panther bauen, schweißen und irgendwas gefällt dir eigentlich nicht. Baue ich ihn nochmal und das mache ich gerade. Wo jeder normale Mensch, weil ich habe das oft mit Schweißern, weil ich war bisher auch immer derjenige, der eher praktisch baut. Das heißt jetzt nicht, dass das komplett hässlich und scheiße aussieht, aber wenn da halt irgendwo eine Naht 2-mal abgegangen wird oder wie auch immer, ist mir das ziemlich egal, solange es funktioniert. Das ist auch richtig so, ja. So verrückt bin ich jetzt auch nicht. Nur wenn ich etwas geschweißt habe und ich bin damit einfach nicht zufrieden, dann mache ich es nochmal. Mhm. Es ist einfach so. Geil. So, jetzt kommen wir auf den Punkt Technik, Schweiß. Ja. Viele können sich bestimmt eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, was beim Schweißen so richtig passiert. So, ne? Wir sehen hier ja. Philipp, darf ich dich kurz unterbrechen? Du bist doch hier, weil ich etwas Besonderes für dich gemacht habe. Mhm. Vielleicht sollten wir das lieber dazu holen und daran erklären. Und dann steigen wir hier wieder ein. Was hast du, René? Gute Idee. Gute Idee? Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch. Hm? Hast du frische Unterhosen an? Hast du welche hoffentlich, dabei? Hoffentlich. Okay, komm. Ich bin auf deine Reaktion gespannt, wirklich. Dürfen wir filmen hinterher? Ja, natürlich. Ihr müsst. Ja, wo ist sie denn? Nimm Platz. Macht's aber auch spannend, ne? Ja, ich will. Bin ich gleich gewohnt, sowas hier. Soll ich mich jetzt lieber? Ja, setz dich. Vielleicht fällst du hier rum. Das ist dein Baby. Ja, okay, das ist natürlich die Oberliga. Und genau das ist auch der Grund, warum ich
dich kontaktiert habe. Weil ich betreibe diese ganze Schrauberei, diese ganze Videosache, dieses ganze Tuning auch rein aus Leidenschaft. Ja, muss sonst. Bin halt jemand, der wirklich das ganze Zeug aus Leidenschaft macht, deswegen baue ich auch noch 10-mal Rotor ein und aus oder habe noch mal Bock. Guck mal, ich habe für Limo die ersten Rohre in Edelstahl gebaut. Ja. Dann in Alu gebaut und beide Rohre sind Titan, was ja eigentlich komplett behindert ist. Ne? Ja, aber. So, aber das ist halt die Leidenschaft. Und natürlich, klar, wenn du jetzt natürlich sowas dann da stehen hast, ist das natürlich. Deine Leidenschaft oder deinem Bau und deinem Projekt soll nicht zum Weg sein. Ich denke, das ist ein Werkzeug, womit du sehr, sehr viel machen kannst. Ich habe hier noch etwas passend dazu. Nee, aber Design finde ich Porno, weil gerade alle kennen uns ja unter diesem S. Das ist ja so unser, ich sag jetzt mal, Wappen. Ja. Und das ist schon. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben für die T-Trix öfter schon mal so ein Design überlegt und das probiert und schwarz gemacht. T-Trix heißt? Das ist die, der Name der Maschine. Das okay. ist eine WIG-Maschine mit 230 Ampere, mhm. kann AC und DC, kannst alles mit schweißen. Und wie gesagt, das Design ist, ich würde am liebsten sagen, darf ich noch so ein Design machen? Auf für mich. Fall. Wird dann in meiner Werkstatt stehen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Wir werden das Ding auf jeden Fall in Zukunft häufiger sehen. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, das ist ja für mich jetzt wie so ein neues Zeitalter. So ungefähr. Wir haben zwar schon immer viel geschweißt, mhm. aber bisher war ich halt immer angewiesen auf andere. Viele Kumpels, die mir immer geholfen haben, ist auch alles gut, hat immer Spaß gemacht. Ist ja auch ganz oft beim Schweißen so, dass zwei bzw. vier Hände immer besser sind als nur zwei. Gerade wenn es um Alu geht und halt ja, und Auspuff ja, und so weiter. Ne? So, ja. Aber wenn wir jetzt zum Punkt Titan kommen, da sind wir halt dann doch an unsere Grenzen gekommen und wir wollen ja weitermachen. Aber geil, und ich finde es noch geiler, dass du selber sagst, dass du es dir mit auch hinstellst. Ja, das ist also von der Optik her passt es einfach. Es mhm. ist halt diese schwarze, diese orange, das ist wie dafür gemacht. Also wenn du mir erlaubst, würde ich gerne das mit Alus für mich die Bleche nochmal machen und meine sogar. Nee, selbstverständlich. Dankeschön. Aber das Wichtige ist ja an der Sache, meist Stromquelle ist eine Geschichte. Ach du Scheiße, was soll man dann alles einstellen? Ja, das wird eine lange Nacht. Okay, brauchst du aber nicht alles. Schon mal vorweg, deswegen sind wir nicht hin. Ich kriege heute nicht meinen Crashkurs im Schweißen. Dafür ist das zu wichtig und da wollen wir das auch. Dafür will ich es auch einfach selber, weil ich bin leider, wirst du noch merken, wir werden wirklich viele Stunden haben, weil ich hinterfrage gerne auch Sachen. Das heißt, wenn du mir dann beibringst, wie ich das einstelle, kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass ich etliche Dinge fragen werde. Gerne, gerne. Und auch so Frage nach dem Motto, nicht über so und so oder so und so und so. Das wird aber auf jeden Fall interessant, weil es können zwar viele schweißen, aber ich glaube auch, dass viele eigentlich gar nicht wissen, was sie da machen. Das kann durchaus sein. Das kann bei professionellen Schweißern sein, das kann auch bei Anfängern sein. Es ist wirklich, manche können halt schnell etwas schweißen und wissen wirklich nicht, was da im Hintergrund passiert. Ob sie vielleicht mit zu viel Ampere daran gehen und du gehst dahin und du siehst eigentlich, wenn du Erfahrung hast, du siehst sofort, was die falsch gemacht haben und die wundern sich, warum kann der das so einfach und ich nicht. Ja? Das ist, aber das, deswegen sollte man immer bei den Profis halt schauen, was machen die da und so habe ich es ja auch gelernt. Ja. Ich habe ja keine Ausbildung gehabt, sondern meine besten Freunde sind Schweißprofis und die haben es mir beigebracht. Ne? Und das Wissen gebe ich halt nicht weiter. Sehr gut. Schau mal, das wird dein wichtigstes Werkzeug sein. Das ist ein WIG-Brenner. Hier kommt nachher die Wolfram-Elektrode und damit wirst du alles schweißen. Ja. Da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir einmal den Zuschauern kurz erklären müssen, weil du sagst Brenner, was überhaupt Schweißen ist. Ja. Was machen wir? Ist das bei allen Materialien gleich? Gibt es manche so, manche so? Was genau ist der Schweißvorgang? Schweißen heißt ja fügen, das heißt du nimmst den Grundwerkstoff, den bringst du in eine Art, ja du schmilzt ihn auf und bringst es in Verbindung. Und meist gibt man da noch einen Zusatz dazu, gibt es auch unterschiedliche Werkstoffe, und dann riechst du dich nach dem Werkstoff, den du auch verschweißt. Ja? Mhm. Wenn du Stahl hast, unlegiert, dann nimmst du einen unlegierten Zusatz und fügst das dazu und gibst ihm halt frische Legierung und frisches Material da hinein, um die Festigkeit und das alles zu gewährleisten. Man kann sehr vieles falsch machen. Es sieht zwar gut aus, ist aber vielleicht totaler Mist. Ja? Also dafür gibt es Bruchproben. Aber wie gesagt, Philipp, das ist ein Thema, da kann man wirklich stundenlang machen. Der eigentliche Schweißvorgang funktioniert über Strom.
Richtig. Wir haben hier einen Inverter, der 230 Ampere liefert. Mhm. Du bist aber noch mit Lichtstrom unterwegs. Der Inverter, der erzeugt quasi diesen Lichtbogen, so eine Art Kurzschluss, den Lichtbogen, der das dann möglich macht, der dann durch diese Energie den Grundwerkstoff aufschmelzt. Das heißt, unser Werkstoff ist die Masse und wir haben hier theoretisch die Plusseite. Ja, das kannst du auch an der Maschine ablesen. Dazwischen springt der Strom über. Genau. Und den Strom leitet man mit dem Brenner dann so, dass man es dort schmilzt, wo man es schmilzen will. Genau, und beim WIG besonders, das hast du ziemlich fokussiert da an der Stelle. Wofür brauchen wir das Gas und den eigentlichen Brenner und so weiter? Ja, hier ist ja die Wolfram-Elektrode. Wolfram weiß, das ist relativ robust, die kann den Lichtbogen erzeugen, beziehungsweise die Maschine erzeugt das, die leitet es über und die Wolfram, die schmilzt nicht auf, die bleibt immer bestehen. Ja? Mhm. Weil sie sagen auch gerne Nadel, was falsch ist, aber da ist eine Elektrode. Die erzeugt das Ganze. Und das Schutzgas brauchen wir, um die Schweißnaht, die Hitze von der Atmosphäre fernzuhalten. Weil wenn wir Sauerstoff an der Stelle hätten, würde es sofort verbrennen. Ja, durch diese Temperatur. Ah, okay. Da ist eine hohe Temperatur. Ja. Also, so wie der Name schon sagt, das ist ein Gas, was eigentlich schützt und jetzt nicht irgendwie auch noch das verbrennt. Genau, beim WIG muss man auch sagen, wir haben ein inaktives Gas, Argon, ja, schweres inaktives Gas, welches nicht reagiert, es schützt quasi nur vom Sauerstoff, dass uns die Schweißnaht nicht verbrennt. Und dann gibt es ja AC und DC Geräte. Richtig. Wo ist da der Unterschied? Also die einfachen kleinen Maschinen sind meistens DC. Das ist eine Maschine, die kann dann Stahl, Nickelstahl schweißen. Mhm. Ja? Und dann gibt es halt größere Inverter, so wie du die jetzt auch hier hast, die können ein bisschen mehr. Das sind dann sogenannte AC. Ja? Die erzeugen dann diese AC-Frequenz, damit du auch Aluminium schweißen kannst. Weil bei Aluminium ist es so, da ist eine Oxidschicht und die willst du irgendwie aufreißen. Und dafür brauchst du diesen AC-Strom. Mhm. Früher hat man sogar Aluminium mit reinem DC geschweißt. Ja? Viel Leistung, um Wärme reinzubringen, hat man die Oxidschicht runtergekratzt mit einer Bürste oder mit irgendwas. Weil wenn du das machst, kommt die Oxid beim Aluminium sofort zurück. Ja? Mhm. So hat man runtergekratzt mit DC, mit einer dicken Wolfram-Elektrode versucht, das Aluminium zu schweißen. Dann hat man diese AC-Technik entwickelt. Mhm. Und damit kannst du wunderschön angeschweißen. Das heißt, bei AC bleibt die Verpolung dann immer gleich oder springt der dann quasi immer zwischen Plus und Minus hinterher? Ähnlich wie man es vom Wechselstrom oder so kennt. Also was bedeutet das eigentlich AC? Wie gesagt, jetzt hast du so einen Moment, wo ich sagen muss, um das genau zu erklären, ich würde es jetzt auf meine Art und Weise erklären, aber ich habe das Gefühl, dass da einige mich dann korrigieren werden. Nee, das ist egal. Wir sind ja da, um deine Erklärung zu hören. Ja. So, meine Erklärungen sind auch immer nicht wichtig, also aber das Wichtige ist, am Ende versteht man es. Ich würde für den heutigen Teil, wenn du nichts dagegen hast, einfach den Zuschauern, die jetzt damit beginnen wollen oder Professionelle, einfach nur klar machen, dass du AC rein für Aluminium oder Aluminiumlegierungen brauchst. Mhm. Ja? Das ist halt diese Besonderheit. Sonst kannst du eigentlich alles mit einer DC-Maschine machen. Ja? Mhm. Also nochmal, DC ist Wechselstrom oder Gleichstrom? Mhm. Ne, DC ist Gleichstrom. So, AC? Wechselstrom. Wechselstrom, genau. Wie ist jetzt hier intern in der Technik passiert, was da genau passiert, ich denke, das ist eine Wissenschaft für sich und da muss man ein gesondertes Video zu machen. Ja? Ich glaube, da müsste ich mich auch ganz ehrlich vorbereiten. Man hört das ja auf jeden Fall, ich als passiver Schweißer, so habe ich es bisher immer formuliert, hörst du ja vom Geräusch her sofort, ob DC oder AC. Ja, da ist eine gewisse Frequenz. Genau. So, das hört man auf jeden Fall. Also, wenn ihr jetzt in Zukunft immer seht, es schweißt einer Edelstahl oder an, hört man sofort dieses Brummen, was bei AC immer gleich da ist. Ne? Beim DC hast du, wie gesagt, da hörst du fast gar nichts. Ne? Du hörst nur das Gas ausströmen. Beim AC hast du Frequenz, die kannst du auch verstellen und dann hast du so ein Rattern, was für einen Puls du eingestellt hast. Und du sagst, das ist jetzt für mich das Richtige, damit ich als Einsteiger erstmal hier ein bisschen braten kann. Ja, Einsteiger ist natürlich heftig, aber es ist halt ein sehr leichter Brenner und der Vorteil ist, dass du als Anfänger, so ein Standardbrenner, wie sieht der aus? Der ist relativ groß, ja, und dann hast du eine relativ große Gasdüse und der Weg von deinem Taster bis dahin ist sehr lang und meist drückt man mit dem Daumen und schweißt, ja, das heißt, dieser Weg, und du musst ja beim Schweißen immer gucken, dass du den richtigen Abstand hast, wird umso schwieriger. Ja? Mhm. Ich habe es ja auch so, am besten komme ich klar, wenn ich relativ nah bin. Mhm. Ja? Zum Beispiel, darf man das Titan schon erwähnen? Ja, ja, klar. Ja? Also wenn du jetzt Titan schweißt, 1 mm mit 25 Ampere, wenn ich da versuche so zu schweißen, das wird ultra schwierig. Ja? Ja. Du schweißt dann so, so bist du unterwegs. Aber vielleicht können wir das ja unten besser zeigen.
Ich finde diese ganze Thematik, auch gerade was jetzt noch so die Düsen angeht und so weiter, so krass interessant. Ich denke auch, es gibt viele unter euch, die das interessant finden. Am liebsten würde ich wirklich mit dir zu jedem Werkstoff ein Video machen. Können wir gerne machen. So, weil wir werden an meinem Auto unterm Strich alles irgendwo verbauen. Sowohl Alu, als auch Edelstahl, als auch Titan. Ja. Du hast ja noch alle mögliche weitere Materialien aufgezählt, dass das Gerät kann, die ich noch nie gehört habe. Die brauchen wir erstmal nicht. Aber die drei, das wäre, glaube ich, geil. Das machen wir. Wenn wir dann irgendwie uns die Zeit nehmen bei mir und einmal auf Thematik Alu eingehen, Thematik Edelstahl eingehen. Ich komme sehr gerne zu dir. Und natürlich am Ende ich das Ganze können muss. Ja. Das heißt, du wirst noch ein bisschen Geduld gebrauchen. Ich werde auch, wenn wir das machen, werde ich auch mich gut vorbereiten, dass wir auch dieses Fachliche, dass wir das auch für die Leute, die sich dafür interessieren, genau überbringen. Ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal darauf vorbereiten. Ballert die Kommentare voll mit, was ihr gerne wissen wollt, gerade in Bezug auf Alu, Edelstahl und Titan. Da kommen bestimmt geile Fragen zusammen, wo wir darauf eingehen können. Ja. Jetzt will ich natürlich das Baby einmal in Action sehen heute noch hier. Mein großer Traum ist ja wirklich, Titan selber verarbeiten zu können. Du sagtest ja schon, das ist heavy, das ist, wie du gerade schon zeigtest, die Königsdisziplin. Richtig, aber nur, wenn du keinen Plan hast, wo du startest. Mhm. Da ich ja selber irgendwo Anfänger war, da ist mir selber beigebracht, du weißt ganz genau, was ich dir jetzt mitgeben muss, damit du schon eine qualitativ hochwertige optische Wignat erzeugen kannst. Okay, wir gehen mal runter, bereiten ein bisschen was vor und dann geht's los. Los. Wir sind wieder in der heiligen Werkstatt hier angekommen. Igor wusste nichts davon, aber ich habe natürlich direkt ein Titanrohr mitgebracht, was seit ungefähr 2 Jahren bei mir in meinem Lager schlummert. Mhm. Und ich würde jetzt gerne einfach nur da mal so 2 Stücke aneinander helfen. Machen wir. Bevor wir aber loslegen, wenn Fachleute dieses Bandsiegel sehen, gibt es sofort Stress, weil du musst wissen, Titan ist ein sehr empfindlicher Werkstoff, was Wärme angeht. Das heißt, wenn du zu schnell schneidest, du bringst Wärme rein, durch Reibung machst du es kaputt. Ja? Ja. Deswegen sollst du das mit einem Diamantblatt machen. Jetzt habe ich das hier schnell mit einer Bandsäge gemacht, das machen wir wirklich hier just for fun für uns. Ja? Normalerweise habe ich da hinten in der Ausstellung noch eine Säge stehen, da geht es aber schon 6.000-7.000 Euro aufwärts, da ist ein Diamantsägeblatt drin. Das ist natürlich dafür geeignet und dann ist perfekt, ja? Weil Titan kannst du nicht einfach so mit irgendwas schneiden. Ne? Dann geht es halt weiter. Das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach Flex nehmen und gebe ihm? Nein, machst du es kaputt. Kaputt heißt, das Material wird spröde? Genau, oder du siehst alleine hier schon, wie das so franzig wird. Das ist eigentlich No-Go. Ne? Mit dem Diamantblatt sieht das ganz anders aus. Gibt es für die Flex auch ein Diamantblatt? Habe ich noch nie so gemacht. Ich habe das nur mit professionell, aber da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Machen wir uns doch schlau. Ja, wir haben das jetzt halt hier so gemacht, aber bei Titan muss man, du kannst nicht einfach irgendwelches Werkzeug nehmen. Ja, das geht nicht. Ne? Titan ist super empfindlich. Ja, das merkst du nachher beim Schweißen, in der Schweißnadel. Mhm. So, wir werden jetzt einfach, wir haben das jetzt auseinandergenommen. So. Und wir werden das jetzt einfach hier verschweißen. Problem ist natürlich bei Bandsägen, die schneiden nie genau. Ja, du hast dann schnell mal irgendwo einen Luftspalt, das ist auch Gift. Mhm. Ja, wir wollen ja keinen Luftspalt. Plus, was willst du machen, wenn du diese Pipecuts machst? Ja? Was wir aber bei dir wahrscheinlich besser nicht machen. Wir nehmen Bögen, Pipecuts. Pipecuts für die Zuschauer nochmal, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Nennt sich, glaube ich, auch früher mal Japan-Style oder so. Ne? Weil da gibt es ja viele, die aus Edelstahl sowas bauen. Genau. Wenn ein Rohrbogen nicht aus einem Stück ist, sondern aus ganz vielen kleinen Kuchenstücken. Geiler Look, sieht Hammer aus. Abgasanlage von Harley-Davidson. Wenn du das nimmst, super viel Arbeit, sieht aber Bombe aus. Ja? Technisch gesehen, klar, ist natürlich ein gebogener Bogen immer besser. Ne? Das hat man, glaube ich, früher gemacht, weil man die Bügel einfach nicht bekommen hat. Ja, ja. So. Ich befürchte nur, der Auspuff von dem Lambo wird eh so riesig, dass es da egal ist, ob Bogen oder so Geschnitte. Aber wir gucken mal. Ja. Der nächste Punkt ist, wir müssen hier super sauber arbeiten. Deswegen habe ich hier mal Aceton in der Nähe. Sobald du Dreck da drin hast, ist schon vorbei. Ne? Mhm. Du musst wirklich sehr sauber arbeiten. Da habe ich ein paar Musterbleche vom letzten Mal noch. So, frag. Tücher? Ganz egal. Ich denke, du greifst einfach da so. Ich nehme einfach Papiertücher. Ja. Papiertücher. Ich passe natürlich auf, dass die hier nicht an diesen. Auch den Tisch. Mhm. Sollen wir ein paar Basics, was Titan angeht, loswerden? Was wir heute unbedingt wissen müssen, bevor wir überhaupt loslegen? Mhm. Also, Unterschied: Titan zu Aluminium oder ich sage jetzt mal Edelstahl.
Also Titan hat ja einen anderen Schmelzpunkt, beziehungsweise falsch. Das hat fast den gleichen Schmelzpunkt wie Chromnickelstahl, also relativ hohe Temperatur. Es ist aber wesentlich leichter, aber stabiler als Stahl. Mhm. Ja? Und es ist so, wir müssen hier beim Schweißen absolut darauf achten, dass wir den Schweißpunkt vom Sauerstoff entfernen. Ja? Mhm. Und du brauchst ein spezielles Gas. Du brauchst dieses Argon 5.0, du brauchst 100% reines Argongas. Ah, okay, also das hätte ich jetzt auch zum Beispiel schon mal nicht gewusst. Ich hätte jetzt mit dem normalen Argon angefangen. Könnte man jetzt machen, ja, ich zeig dir kurz den Unterschied. Habe ich ganz normal mit dem 4.6 Argon geschweißt. 4.6 heißt 99,997. Wenn wir jetzt mit reinem Argon geschweißt hätten, hätten wir das hier nicht mehr. Ja, das heißt, dieser Schmutz da schon, also du brauchst wirklich reines Argon. Aber man sieht hier ganz genau, wo genau. Einfach das Gas aufhört. Genau. Eigentlich dürfen wir bei Titan keine Anlauffarben haben. Keine Anlauffarben. Das muss so aussehen. Komplett so goldig einfach. Das muss so aussehen. Das ist auch nicht nachbearbeitet, das ist so. Ja, okay, so das, muss es aussehen. Es ist Roboter geschweißt, aber du siehst ja, es hat ganz leichten goldenen Stich bekommen, aber mehr darf da auch nicht passieren. Ja, sobald hier das Ganze braun wird oder so, dann ist es eigentlich kaputt. Was ich ja dann wiederum verrückt finde, es gibt ja welche, die machen ja Titan mit Wärme, damit halt diesen Look bekommt, was ja automatisch passieren wird. Ich bin mal gespannt, wenn du das Projekt fertig ist, wie es dann nachher aussieht. Ja. Ich würde sagen, wir machen das anders, damit das Ganze jetzt nicht zu lang wird. Genau. Wir zeigen einfach nur kurz, dass es geht. Ja. Gehen jetzt aber auf den Fall Titan nicht zu krass drauf ein, weil das machen wir dann bei uns am Projekt. Genau. Würde ich vorschlagen halt. Ne? Ja. So, aber ich selber will jetzt natürlich auch unbedingt sehen, wie das Ding läuft und vor allen Dingen, wie ruhig deine Hand ist. Ja, das werden wir gleich hinbekommen. Und deswegen. Das ist überall Dreck. Wo hast du es denn versteckt? Es lag bei mir im Lager. Da wird jede Menge Dreck. Ja, okay. So, bei Titan muss man natürlich auch aufpassen mit Schutzmaßnahmen. Keine Haut darf zu sehen sein, Schutzkleidung plus Luft soll abgezogen werden, du sollst die nicht einatmen. Keine Haut zu sehen sein, weil die Belastung so groß ist, weil du so viel Strom zum Schweißen brauchst. Nee, eigentlich nicht. Du brauchst wenig Strom. Beim Schweißen grundsätzlich immer Schutzkleidung. Auch T-Shirts ist nicht okay. Wir haben jetzt relativ dicke Hoodies an. 25 Ampere, da wird das schon eigentlich, wir werden keinen Sonnenbrand bekommen, aber mit 25 Ampere kannst du schon Sonnenbrand bekommen. Ja, also du sollst dich immer schützen, weil es ist schon gefährlich. So. Wir werden jetzt einfach hier so heften. Nehmen wir jetzt mein Schweißgerät? Ja. Wurde das schon mal geschweißt oder ist das noch jungfräulich? Ich habe es eingeschweißt. Eingeschweißt? Echt? Muss mein Schweißgerät einschweißen? Nein. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich das Schweißgerät in der Hand gehabt habe, irgendjemand... Schweißt du denn dann? Ich weiß auch nicht. So, machen wir mal ein bisschen weg. Jawohl. Das ist Strom. Das Gute ist bei der Maschine, dass du halt nicht Strom hast. Ne? Ich würde sagen, du hast denselben Brenner. Okay. Wie gesagt, wir gehen jetzt auch auf die ganze Technik-Einstellerei. Das ist einfach zu interessant, das jetzt hier alles noch klein zu kauen. Das machen wir lieber wirklich Werkstück für Werkstück. Da wird dann eh am Ende so viel Technik bei hinkommen, dass wir mir eh alles erklären. Und die das schon mal gemacht haben, die sollen sich bitte in Geduld üben. Wir werden auf alles eingehen, weil jetzt wird gleich wahrscheinlich Kommentare kommen. Ja, und das, du musst doch das und das daran denken. Das ist Schweißtechnik-Welt ist eine andere Welt. Es gibt natürlich immer einen, der es noch besser kann, immer noch mehr Ahnung hat. Aber ich denke mal, für unseren Fall ist das schon geil, jetzt hier mal Titan zu putzen. Wichtig ist, Gas aufmachen, das machen wir jetzt auch. Wird auch gerne vergessen. Das ist jetzt das 5.0. Das ist das 5. Nein, nicht nur, das ist das 4.6. Zum Testen reicht es heute. Okay. Aber wenn wir das richtig machen wollen, 5.0, höherer Reinheitsgrad, also relativ rein. Wie lang ist dieses Schlauchpaket? Das ist 8 Meter, das ist immer... So, ja, das sieht so extrem lang aus. Das kann ich ja wirklich in eine Ecke stellen und immer schnell... Genau, dein Auto in der Projektung laufen. Ja. Das wird schon Sinn machen. Du hast übrigens auch... ein 8 Meter Schlauchpaket. Du musst die Maschine nicht immer mitschleppen. Passend sogar in Orange. Richtig. So, ich höre gerade, dass wir Gas laufen lassen. Nein.
wie gesagt, über Sicherheit, Gase und Werkstoffkunde, da kann man wirklich so viel. Ja. Das ist einfach riesig. So, wir haben jetzt hier natürlich sehr viele Anzeigen. Was du wissen musst, wenn du jetzt Titan scheißen willst, DC-Modus, DC war? Keine Wechselspannung, Gleichspannung. Habe ich früher mal durcheinander gebracht. So, dann ich hätte jetzt sogar gedacht, dass man das ähnlich wie bei Alu vielleicht auch als AC schweißt. Gibt es vielleicht, wird aber nicht funktionieren. Das können wir auch mal als Versuch machen, wird aber nicht laufen. Okay. Du musst es im DC schon mal gemerkt. So, DC. Wir lassen jetzt alles Unnötige aus. Wir brauchen keinen Puls, kein gar nichts. Wir sind jetzt im WIG-Modus. Das Einzige, was wir jetzt machen, wir sagen, weil ich das ja vorher mit 1 mm getestet habe, ich würde gerne auf 25 Ampere gehen. Okay, das ist natürlich wirklich nichts. Wenig. Wahrscheinlich auch, weil Wandstärke so wenig ist? Ja, 1 mm. Wenn wir jetzt genau das gleiche in Edelstahl hätten, auch 1 mm. Da würde ich schon höher auf 30, 40 gehen. Und dann ist es noch wichtig, was für ein Schweißer es ist. Es gibt Schweißer, die schweißen mit höheren Strom, weil die einfach die Übung haben, einfach sauschnell und können das. Und so wie ich damit angefangen habe, ich habe eher weniger Strom, bin halt langsamer gefahren. Mhm. Es ist halt so. Wie viel Wärme bringst du jetzt an den Punkt jetzt ein? Ne? Okay. Gibt es aber auch. So, wir haben 25 Ampere, alles ist aus, das heißt, wir können loslegen. Tu mal deine Ärmel runter. So. Wo ist denn dein Helm? Ja, kannst du mitschauen? Ich nehme diesen Helm. Müsst ihr den irgendwie anmachen? Ist der automatisch an? Der geht automatisch an. Was wir jetzt natürlich auch machen müssen, ich werde jetzt nur auf der Oberfläche heften, da sollst du schon formieren. Aber wir werden jetzt nicht durchschweißen, das heißt, die Heftpunkte mache ich jetzt ohne formieren, dann kommen die Stopfen dran, wir lassen durchbluten und dann können wir schön schweißen. Mhm. Weil wir wollen eigentlich obenrum eine schöne Schweißnaht haben und innen muss die gleich sein. Mhm. Ja, wegen der Stabilität und allem. Mhm. Das ist formieren heißt das gleiche Gas von innen, genau, normal, dass quasi die Naht von innen auch geschützt wird. Kein Sauerstoff an der Stelle. Mhm. Sobald Titan eine gewisse Temperatur hat und da kommt Sauerstoff dran, ist vorbei. Ne? Dann, mhm. Das siehst du auch sofort. Ich muss kurz meinen Stuhl haben. Ja. Genau. Also tun und beiseite, nicht, dass gleich alles entlang. Nicht, dass ihr Werkschutz gleich noch vor der Tür steht mit der Berufsfeuerwehr. Genau, ich teste mal kurz. Na, komm. Was ich gerne mache, ich meine, das sind jetzt wiederum Details. Ja, das Sekunden. Ich gebe der Maschine vorher Zeit, dass die genug Gas aufbaut, dass wir ja keinen Sauerstoff haben. Sobald du da an der Stelle Sauerstoff von der Seite reinkommt, ist vorbei. Das heißt, bevor das Gerät Strom freigibt, strömt 1,5 Sekunden Gas. Genau. Dann steht das, die Schutzglocke steht und dann kann ich schweißen. Und ganz wichtig, was noch super wichtig ist, ist natürlich die Nachschnellzeit. Wir haben 8 Sekunden, das heißt, wir haben zum Schluss genug Zeit, vom Sauerstoff zu kühlen. Nicht zum Schluss wegreißen, wie man mag oder so, sondern bleibst du da. Weiß ich auch, da wäre ich definitiv einer. Schweißen hat fertig, puff, Brenner weg. Ja, machen viele. So, Handschuh. Du wirst jetzt nicht probieren, ne? Ne, gar keinen Fall. Bin ich zu aufgeregt und Kamerascheufel. Ja. So. Ja, das ist halt jetzt nicht ideal, aber das ist für den heutigen. Ja, es geht jetzt nur darum, mal einmal kurz zu zeigen hier. Wir können Titan schweißen. Soll ich irgendwas halten, machen, tun? Oder? Nein, okay. Du machst jetzt einfach den Helm runter. Das kriege ich hin. Sehr lange Abhängigkeit eingestellt, was ändern wir jetzt? Weil der Punkt ist viel zu klein. Mhm. So, der Punkt, das ist nicht okay, der ist mir zu klein zu überwölben, deswegen. Der ist ja wirklich minimal. Man muss dazu sagen, Igor hatte dieses Material wirklich vorher noch nicht in Händen. Weil Titan ist teuer, das kannst du nicht. Das habe ich hier einfach reingeschleppt. Aber das ist ja wirklich, das ist ja sowas von filigran. Ja, das ist, das wird jetzt aber besser. Wisst ihr, deswegen hat der Punkt auch nicht gehalten, weil das nur ganz leicht an der Oberfläche war. Deswegen wiederholen wir den Prozess jetzt einfach erneut und machen daneben einen richtigen Punkt. So.
Hast du was gesehen? Hast du das Schweißbad gesehen? Meine Handschuhe hat gestört, ne? Nee, das nicht. Jetzt habe ich den Punkt ein bisschen durch diese Bewegung ein bisschen größer gemacht. Mhm. Ja. Lass das noch abkühlen. So. Boah, das hat schon andere Farben bekommen, aber das ist noch okay. Ja. Es ist ja richtig filigran. Ja. So, wenn ich so das Alu oder Edelstahl gewohnt bin, da musst du hier fast überhaupt erstmal hingucken. Eigentlich müsste der Punkt so aussehen. Wir machen jetzt, ich will das einfach mal kurz zeigen. So sollte der Punkt sein. Schön flach. Ja, hier oben der. So eine Hälfte, aber das ist jetzt halt wirklich, vielleicht hast du, wir haben hier ein bisschen mehr Material, ich könnte eigentlich schon auf 30 hochgehen. Wir probieren jetzt noch einen Punkt mit 30. So. Auf geht's. Ja. Hat mir auch schon zu viel Anlaufrahmen bekommen, aber das ist noch im Rahmen. Anlaufrahmen sind eigentlich schon verboten. Wir müssten hier auf jeden Fall auf das 5.0 Gas gehen. Unbedingt. Das heißt, wenn wir bei dir Titan schweißen, werden wir das richtige Gas vorbereiten, weil 4.6 sieht man schon, ist schon, soll man gerade ein Stückchen? Zu schlecht, ne? Ja. Normalerweise würdest du das jetzt formieren? Ja. Für unseren Fall ist es erstmal egal, weil es eh nur Probestück und jetzt ist egal, wie die Naht von innen aussieht. Von außen, wenn wir nicht durchschweißen, wird das okay sein, aber von innen, wenn wir durchkommen, also wenn wir eine Wurzel haben, dann wird das so spröde. Ja, dann sieht das nachher so aus. Also das wäre ja noch okay, wobei Anlauf haben, wie gesagt, vermeiden, muss man vermeiden, das, was hier so milchig aussieht, das ist schon rum, ist schon kaputt. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben vorhin schon angekündigt, am 8.6. diesen Samstag, passiert dir was? Ja. Du hast deine große Eröffnung? Ja. Von deiner Ausstellungsfläche. Ausstellungsfläche ist nicht ganz richtig, weil da kann man nämlich auch richtig was machen. Ja. Mit den Händen. Du hast ein bisschen was vorbereitet. Eine Base, genau. Es steht ein geiler Panther auf dem Dach, den kann man gar nicht übersehen. Ja. Viele kommen hier hin, die sehen das noch nicht und dann sage ich, hast du es da oben gesehen? Das heißt, alle, die zugucken und Bock auf Schweißen haben, kommt am 8.6. hier vorbei. Das wird auf jeden Fall geil. Ja. Wir zeigen euch jetzt noch, wie du eine kleine Naht hier drauf legst. Richtig. Dann führen wir euch einmal kurz durch den Ausstellungsraum, damit die Leute sehen, was kommt. Ich an meiner Stelle bedanke mich schon mal. Gerne. Hat Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall noch viel zusammen machen. Ich freue mich richtig auf das Gerät. Und jetzt will ich sehen, wie du schweißt. Okay, weißt du, worauf ich freue?